Ich bin fest davon überzeugt, als Vater von einem 17-jährigen Sohn und einer 13-jährigen Tochter, dass, wenn ich denen, so sie mal nach Aachen kommen sollten, das Gleiche an Lehre vermitteln würde, was ich in den 80er Jahren hatte, die sich auf den Fuß umdrehen würden und sagen, Vater, ich gehe woanders hin. Wir müssen einfach mal auf die Fakten gucken. Die 17, 18, 19-Jährigen, die zu uns zur Hochschule kommen, sind die sogenannten Digital Natives. Die sind groß geworden mit dem Smartphone oder mit dem Telefon und mit dem Computer. Für die war es nicht das größte, ein privates Fernsehgerät zu haben. Fernseh gucken tun sie schon gar nicht mehr. Die sind komplett anders sozialisiert worden in der Mediennutzung als Sie und ich. Und die haben eine extrem hohe Medienaffinität. Punkt. Aber die Medienkompetenz ist nicht wirklich weit ausgearbeitet. Und ich glaube, es ist die Aufgabe der Hochschule, auch über diese Medienkompetenz etwas zurückzugeben. Also sie kompetent an der Stelle zu machen. Das bedeutet natürlich, ich kann jemanden nur kompetent machen, wenn ich selber eine entsprechende Kompetenz habe. Das heißt also, die Dozenten, Professoren, Professoren müssen, so sie es denn nicht aus dem eigenen intrinsischen Antrieb heraus gemacht haben, sich weiterzuentwickeln, müssen an die Hand genommen werden und müssen quasi unterrichtet und geschult werden, um diese Kompetenz überhaupt vermitteln zu können. MOOC ist mir ehrlich gesagt im Moment noch ein bisschen zu großen Hype. Ja, also ob sich das so in der Form durchsetzen kann, dass ob wir da richtig Geld weggeschleudert haben oder es was bringt, das wissen wir vielleicht in 2-3 Jahren. Also wir machen es mit, wir sind dabei, klar. Aber ich finde vielleicht, wenn Sie erlauben, einen etwas anderen Punkt noch interessant. Wir müssen uns nichts vormachen. Also der Einsatz der Medien oder der Werkzeuge hilft uns ja nicht grundsätzlich Zeit einzusparen. Ja, und sie macht ja auch nicht eine gute Lehre. Also ein Amerikaner, den ich immer wieder im Hinterkopf habe, der hat mal was sehr Tolles gesagt. Wenn dein Ansatz und wenn dein Design falsch ist, dann hilft dir die Technik nur, in kürzerer Zeit mehr falsch zu machen. Und genau so ist es. Also wir müssen diese technischen Möglichkeiten, die müssen wir mitbekommen und müssen verstehen. Und warum sage ich das? Was ich schön fände, aber was leider in der deutschen Szene noch nicht so vorhanden ist, ist, dass wir größere Verbünde schaffen. Also die Hochschulen sind alle unterwegs, sie tun alle etwas. Aber sagen wir mal, das, was über das Hochschulforum Digitalisierung vom Stifterverband jetzt angestrebt wird, den nationalen Austausch hinzubekommen, das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Ich sage auf der anderen Seite aber auch, wir müssten es eigentlich so haben, dass man diese Win-Win-Situation haben. Was meine ich damit? Ein Beispiel aus meiner eigenen Disziplin, bin Hydrologe. Da machen Sie etwas zum Niederschlag, über die Verdunstung, über den Abfluss, die Prozesse des Wasserkreislaufes und wasserwirtschaftliche Aufgaben. Beispielsweise Nummer 5 Themen. Stellen Sie mal vor, ich würde mich mit 4 anderen Hydrologen, Männern oder Frauen, zusammentun und sagen, wir verständigen uns auf ein didaktisches Szenario, wir verständigen uns auf einen Einsatz, wir verständigen uns auf Medien, auf die Art und Weise, wie wir es machen wollen. Ich mache ein Thema, jeder andere macht ein Thema. Am Ende vom Tag haben wir eine Basis von Informationen, die für uns alle einen Mehrwert haben. Ich gebe 1, ich kriege 4. Neudeutsch Win-Win. Die Kernfrage ist, welche Maßnahmen in der Lehre bringen eine signifikante Veränderung und Verbesserung der Qualität der Lehre auf der einen Seite und welche Aktivitäten sind nur kostenträchtig und führen nicht zu einem Mehrwert in der Lehre. Und was wir machen werden, ist, dass wir in der Zeit bis 2017 mit verschiedensten Möglichkeiten, also Learning Analytics und Big Data, maschinengesteuert, aber genauso gut Interviewtechniken mit Studierenden hinterfragen wollen, warum funktioniert zum Beispiel der Flipped Classroom-Ansatz in der BWL und warum fliegt er uns komplett um die Ohren an einer ganz anderen Stelle. Der Punkt ist einfach, wir müssen die richtige Balance hinbekommen. Also das heißt jetzt nicht alles irgendwie über YouTube und Videos und machen zu lassen, aber den jeweiligen Mehrwert genau herauszugreifen, herauszufinden und zu sagen, wann hat das klassische Buch einen Wert, wann hat die Sammlung der Materialien im Internet einen Wert, wenn jemand die Kompetenz noch nicht hat, überhaupt mal zu zeigen, zum Beispiel bei uns als Ingenieure, wir sind sehr, sehr einfache, strikte Leute, wir sind anwendungsbezogen, welches Medium hilft dir bei der Lösung einer konkreten fachlichen Frage? Und wir wollen am Ende vom Tag Indikatoren, Hinweise, wie auch immer haben, um tatsächlich bewerten zu können, das sind Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, die wir weiter fördern. Nach der Förderrunde
gehen die Gelder rapide zurück. Und wir werden da stehen und werden irgendwelche Instrumente aufgebaut haben, werden einen Apparat aufgebaut haben, werden Methoden installiert haben. Und wenn wir nicht wissen, ob diese Methoden und diese Prozesse uns tatsächlich in eine qualitativ bessere Situation bringen, dann stehen wir da und sagen, wo gucken wir das Geld denn jetzt eigentlich hin? Und was wir ganz gezielt machen wollen, wir wollen erkennen, was bringt eine signifikante Qualitätssteigerung? Und sorry, so direkt gesagt, wo verbrennen wir Geld?